Buonasera, 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 meine Schalke-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Was war das für ein Spiel? Ey, 5:1, seit so langer Zeit mal 5 Tore zu sehen von unserer Mannschaft und dann nach 7 Jahren, glaube ich, endlich mal das erste Spiel gewonnen, ob das in der zweiten oder in der ersten Liga, das Auftakt der Bundesliga, das erste Spiel gewonnen. Und dann noch 5:1, ey. Ihr seht, das Lächeln kommt. Mir fehlen die Worte jetzt gerade. So, wir kommen zum ganzen Spiel jetzt erstmal. Ich sage jetzt schon jetzt, in der Live-Reaction bei der Aufstellung war ich sauer. Boah, hab ich gemeckert. Aber jetzt nur, warum hat der gespielt? Ich war wirklich sauer, muss ich sagen. Das werdet ihr in der Live-Reaction sehen. Bei der Aufstellung, da haben, glaube ich, denke ich mal, viele von euch auch gesagt, warum spielt der Mohr? Warum spielt nicht Wasinski, der in der Vorbereitung wirklich sehr gute Leistung gezeigt hat? Warum spielt der Bachmann? Da waren viele Fragezeichen, wo ich gesagt habe, meine Güte, fängt das schon wieder so an, falsche Spieler aufzustellen. Ist wirklich so. Dann noch Häkkinen im Tor, wo viele den Hoffmann gesehen haben. Ich habe auch den Hoffmann gesehen. Hey, dann kommt das 1-0. Langer Ball von Häkkinen noch. Vorher hatte Häkkinen noch eine super Aktion gehabt. Gut gehalten, 1 gegen 1. Dann macht er die Vorlage zum 1-0 und Mohr mit einem wirklich ein schönes, super Tor. Wirklich, ey, klasse. Damit hat uns der Trainer das Maul gestopft. Sagen wir mal so auf Deutsch, hat Maul gestopft. An mich, ich auch, weil ich gemeckert habe vorher schon. Maul gestopft, Mohr, Maul gestopft, Mohr mit der Traumtor 1-0. Dann machen wir das 2-0 durch Ziller. Und 30. Minute haben wir das Spiel abgegeben. Die erste 30 Minuten war gut, schöne Kombinationsspiele. Von hinten heraus gespielt, versucht Fußball zu spielen, was wir letzte Saison nicht gesehen haben. War wirklich schön anzusehen, aber dann auf einmal wurden wir zu passiv, haben Braunschweig auf einmal mehr Ballbesitz, haben wir spät angegriffen oder sagen wir mal so, sind nicht sofort hingegangen, haben die spielen lassen. Und dann kam das 2-1, Standardsituation kann passieren, Scheinbeck fliegt an dem Ball vorbei mit dem Kopf, habe ich gesagt, was machst du da, 2-1, da war Braunschweig ein bisschen besser im Spiel, aber wir gehen mit einer verdienten 2-1-Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das Spiel passiv von uns, passiv. Haben nicht zugestellt, nichts. Da kam unsere erste Torchance, dann die Torchance auch von Braunschweig. Da war Leerlauf, ich sag mal, war wirklich ein Leerlauf im Spiel. Ja. Dann kam das 3-1 und ich muss wirklich sagen, da hat der Scheinberg beim 3-1 einen wichtigen Kopfballduell im Mittelfeld gewonnen. Da machte der Karaman das 3-1, klasse gemacht, wie der das gemacht hat, schön mit links, bumm, in eine lange Ecke. Dann kam das 4-1, auch wieder Schallenberg, muss ich sagen, mit wirklich einem schönen Pass zu Karaman. Hey, und dann kam das 5-1, ich muss sagen, zweite Halbzeit verdient gewonnen, nur in die Höhe, ein bisschen zu hoch, weil muss ich wirklich sagen, ich niemals habe jetzt gedacht, dass wir 5-1 gewinnen, da bin ich ehrlich genug. Aber wir sind als verdienter Sieger für mich zu hoch, das Ergebnis, bin ich ehrlich. Aber ich nehme es mit, weil jeder Torschuss war auf einmal drin. Und wir haben diesmal klüger vorne gespielt. Nicht so, so hektisch. Weil früher immer, boah, so hektisch, du wolltest sofort einen Abschluss oder falscher Pass in eine Schnittstelle. Diesmal waren wir cleverer. Hey, geguckt, Ball abgespielt, bumm, Ziller macht das 4-1. Bei 5-1, bei Karma war ein bisschen Glück dabei. Aber ey, es war auf jeden Fall viel, viel besser als die letzte Saison. Sogar, wir versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Wirklich, das muss man sagen. Hat nicht alles funktioniert, ist so, hat nicht alles funktioniert. Aber wir nehmen diesen Sieg wirklich mit. Mit einer Euphorie nehmen wir den jetzt mit und auch mit so einem Selbstvertrauen. Wirklich, mit so einem wenn du 5-1 gewinnst, das erste Auftaktspiel, gehst du mit einem anderen Selbstbewusstsein im nächsten Spiel. Verlierst du das Spiel oder machst du unentschieden, hast du ein anderes Selbstbewusstsein. Aber das wissen wir ja alle. So, aber wirklich 5-1 hört sich super an, aber war nicht immer alles super, muss man sagen.
Ne, wir müssen an vielen Sachen noch viel arbeiten, aber verdient gewonnen, nur zu hoch, aber mir ist das so egal. So, bester Mann auf dem Platz, viele würden jetzt sagen, Moussa Sylla oder Karaman, weil die beiden zwei Tore gemacht haben. Nein, für mich, jetzt kommt's, Roy Schallenberg, wirklich. Man hört, dass der denkt einer, hey, ist der Francesco geistesgestört? Was ist denn mit dem los? Nein, wenn ihr seht, der Roy Schallenberg, ich weiß nicht, der hat an seinem Tempo gearbeitet. Ich habe gesehen in einem Zweikampf in der ersten Halbzeit, wie der hinterhergerannt ist. Auf einmal sagt, ey, wie schnell ist der denn auf einmal geworden? Nicht mehr so langsam, aggressiv, jeden Zweikampf gewonnen. Außer beim 2-1, beim Kopfball ist er daneben geflogen, aber egal. Aber beim 3-1 einen wichtigen Kopfballduell im Mittelfeld gewonnen, wo wir danach das 3-1 gemacht haben. Und beim 4-1 sein Pass auch den Zweikampf erst gewonnen. Mit Negritsch hat er den Ball erkämpft. Zu Donkor, glaube ich, zu Karaman, Karaman zu Schallenberg und Schallenberg direkt wieder zu Karaman. Und dadurch entsteht auch dann das 3-1, Entschuldigung, war beim 3-1, habe mich jetzt nur noch vertan. Aber ich muss wirklich sagen, Schallenberg für Mist, Mann, auf den, für Mist. Ich bin voll einfach nur glücklich. Das ist jetzt einfach, ich könnte das schneiden und ach, ich lasse alles drin, scheiß drauf. Für mich Schallenberg Man of the Man für das Spiel, für mich, weil ich gesehen habe, hat viele Zweikämpfe gewonnen, besser geworden. Für mich Man of the Man, Schallenberg, ganz einfach, ist so, muss ich sagen. Ich habe oft den kritisiert, aber heute ist Man of the Man gewesen. Und schlechtester Spieler, muss man sich mal herauszicken, fand ich Bachmann. Ich habe ihn so nicht so gesehen, wo ich gesagt habe, boah, der war heute. Für mich war Bachmann einer der schlechtesten, einer der schlechtesten. Aber die Spieler, die auch danach reinkamen, wirklich Einsatz gezeigt. Und man hat gesehen, jeder Spieler kämpft für den anderen. Diesmal siehst du eine Mannschaft auf dem Platz. Eine Mannschaft. Ganz kurz. Verdienter Sieg. Bisschen zu hoch. Spielerische Lösung gefunden. Strukturisch Spielaufbau von hinten versucht. Phasenweise manchmal gut geklappt, aber manchmal viel Leerlauf, passiv gewesen, da war Braunschweig dann wieder ein bisschen besser. Aber jetzt nicht so, dass sie uns wirklich sehr, sehr gefährlich geworden sind. Aber wir wissen, unsere Defensive, wie letzte Saison, da passen wir immer auf. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt können wir sagen, wir sind Tabellenführer. Mein kleiner Sohn fing schon zu singen, Spitzenreiter, Spitzenreiter, aber hey. Und auch an vielen Schalkern. Euphorie könnt ihr ruhig mitnehmen, aber bitte träumt jetzt nicht direkt wieder vom Wiederaufstieg. Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Diese Mannschaft muss sich noch entwickeln, weil da sind noch viele, viele junge Spieler dabei, wo ich wirklich sage, ich war sehr überrascht, dass Wasinski nicht gespielt hat, weil er eine sehr gute Vorbereitung gemacht hat. Aber okay, der Trainer hat entschieden, der Trainer hat uns das Maul gestopft, den wie mich, den ich kritisiert habe bei der Aufstellung, muss ich wirklich sagen. Ne, aber ihr habt das ja vorhin schon gehört. Ich will mich nicht nochmal wiederholen, wie ich das immer gerne mache. Aber die richtige Antwort gegeben. Und jetzt an viele Kritiker müssen wir ruhig sein. Ich auch, an den Trainer. Ne? Aber ich sehe das trotzdem alles positiv. Wir genießen jetzt diesen Sieg und Montag geht's weiter. Dann fahren wir nach Nürnberg und das wird sau schwer in Nürnberg. Das wird wirklich sau schwer. Ich freue mich auf. Boah, haben auf boah, alles runter. Erstes Spiel gewonnen nach 7 Jahren, versucht immer der Auftaktspiel zu gewinnen und jetzt hat es sich gelungen. Boah, ich habe gar keine Stimme mehr. Okay, freut euch auf die Live-Reaction. Die wird lustig. Die wird lustig. Glaubt mir, die wird lustig. Okay, schreibt in die Kommentare reichlich. Man sieht, ich lach. Reichlich reinschreiben, wie ihr das Spiel gesehen habt. Klar, ich sehe das Spiel auf meine Art und Weise. Ihr seht das auf eure Art, aber ich bin gespannt auf eure Meinung. So, ich wünsche euch Gottes Segen, euch, eure ganze Familie, Freunde. Und dann sage ich, ciao, ciao, arrivederci, Glück auf.